hat ja eine relativ geringe Besonnenheit. Das heißt, er ist jemand bei allen positiven Eigenschaften, der manchmal vielleicht auch überstürzt etwas handelt oder dem in manchen Fällen die Struktur fehlt. Genau das Gegenteil. Also sie hat das ohne Ende, vielleicht sogar einen Tick zu strukturiert. Ja, stimmt. Und da könnte man sich vorstellen, dass die beiden auch voneinander profitieren können. Sie in dem Sinne, dass sie es vielleicht manchmal so ein bisschen lockerer nimmt und er, dass er da sieht, wie Jana das zum Beispiel macht, könnte ich mir gut vorstellen. Und sie hat ja immer gesagt, auch in dem, im Workshop und in der Analyse, sie wünscht sich einen Mann, der auch so ein bisschen vorausgeht, ne, der sie aktiviert, der auch so gerne wie sie unterwegs ist und was erleben will. Und das ist er definitiv. Ich will eine Beziehung führen, damit man halt auch gemeinsam Zeit verbringen kann. Damit man jemanden hat, mit dem man über Sachen lachen kann, über Ironie, irgendwelche anderen Leute auslachen kann, irgendwelche Aktivitäten zusammen machen kann. Also mir wäre es schon wichtig, dass meine Frau auch ein bisschen Action haben möchte und ja, dementsprechend dann halt es gemeinsam genießen kann. Ich hoffe, dass sie einen Führerschein hat. Das habe ich angegeben. Ich glaube, ich bin eher am Anfang so eine bisschen ruhigere Person. Und wenn ich dann so in der Situation drin bin, kann ich auch sehr schnell ein bisschen aktiver werden. Ich finde, im Leben kommt es darauf an, dass man das Leben genießt, dass man Spaß hat, dass man wirklich jede Sekunde wirklich genießt, aufnimmt, so wie sie kommen und das Leben lebt, weil es ist so kurz. Viel, viel Positives. Ich finde, es wäre Zeit, die beiden auch mal digital nebeneinander zu stellen. Oh ja, zeig mal. Wie das aussieht. Da sind sie. Ja. Kann man sich doch vorstellen, oder? Ja, absolut. Absolut, ja. Dann würde ich sagen, wir haben ein tolles Match. Ja, finde ich auch. Sehr schön. Ich freue mich auf die beiden. Ich auch. Ob Jana und Markus in ihrer Ehe das große Glück finden? Schon sehr bald lernen sie sich erstmal auf ihrer eigenen Hochzeit kennen.